Ultimate Fishing Simulator 2. Schauen wir mal rein. Ich habe schon einige Stunden investiert und bin übelst gespannt, was in dem Game alles noch so geht. Also, rein da. Ich habe es ein bisschen vorgezockt. Ich habe es ein bisschen im Stream gezockt. Von einigen von euch auch schon gute Infos bekommen, wie man im Idealfall gut reinkommt, schnell vorwärts kommt, vernünftige Sets sich zusammenspart und vor allem so ein paar Tipps und Tricks mit der Tastenbelegung, denn die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bedeutet also, wir starten hier jetzt erstmal mit einem neuen Charakter und haben dann die Möglichkeit, hier zweierlei Dinge auszuwählen. Wenn man sagt, realistisch allen, klingt ja gar nicht schlecht. Habe ich das auch gedacht anfangs. Allerdings muss man sagen, dass realistisch, es fehlen ganz viele Anzeigen. Und ich würde sagen, wenn man in dem Game schon sehr erfahren ist und weiß, wie sich manche Routen verhalten und weiß, an welchen Gewässern oder wie die Gewässer aufgebaut sind, dann macht der Realistisch-Modus vielleicht eher Sinn. Anfangs empfiehlt sich tatsächlich der normale Modus. Man muss ja nicht alles nutzen, wenn man es ein bisschen realistischer haben möchte. Also, gehen wir nochmal rein ins Normale und erstellen uns hier einen Charakter. Nehmen wir ihn mal. So, machen wir das mal auf den hier. Erstellen und rein. So, also, da sind wir. Es ist viel, was natürlich auch ungewohnt ist für den einen oder anderen. Man muss sich erstmal ein bisschen orientieren. Wir haben hier oben sowas wie Fähigkeiten. Ich wähle gerade hier den Trickser und habe hier bisher unten bis hier unten hingeskillt. Denn ich finde, hier sind so ein paar Sachen, die eigentlich nicht so wirklich relevant sind. Man muss auch immer beides pro Ebene immer skillen. Das heißt, wenn man 2 oder 3 Punkte hat, kann man nicht jetzt 1, 2, 3 so runtergehen, sondern muss das hier ebenenweise machen, dass man dann weiterkommt. Mission habe ich schon, angenommen bzw. schon gemacht. Ich nehme die hier einfach mal gerade an im Gange. Genau, das haben wir jetzt hier einfach mal angenommen. Und dann haben wir hier Statistiken und so weiter und nochmal Hilfe. Ja, und hier haben wir auch schon so ein paar Diskrepanzen sozusagen. Also es ist halt leider nicht alles so wie hier beschrieben, denn das hier ist die englische Tastatur mit dem Z hier unten, WASD. Also es ist halt ein bisschen umgestellt. Und ja, das werde ich jetzt natürlich auch alles hier gleich Stück für Stück mit erklären, was halt sinnvoll ist und wo man was einstellt. Also, ich würde sagen, wir gehen mal als erstes an das erste Gewässer. Tutorial machen wir jetzt nicht und nehmen wir jetzt hier einfach mal das. Das ist dann hier das erste Gewässer und gehen dann hier rein. Ich bin sehr gespannt, wie ich denn jetzt hier mit dem ganzen Background klarkomme. So, und da sind wir dann auch schon hier an dem Gewässer. Das geht also nicht nur nach hier vorne, es geht auch nach da hinten dann noch weiter. Wir können ja die Map mal eben aufmachen. Wir sind also hier unten in diesem kleinen Bereich an der Mühle. Und dann können wir halt hier vorne auch noch rumlaufen. Im realistischen Modus kann man eben nicht Schnellreise machen. Hier hat man so Schnellreisepunkte, die wirklich ganz praktisch sind. Da haben wir auch nochmal so einen Unterschied. Man kann auch im realistischen Modus dann, wenn man auswirft. Ich werfe jetzt hier einfach mal kurz aus. So, linke Maustaste, ein bisschen aufladen. Zack. Und dann kurbelt man einfach hier jetzt so ein bisschen ein. Das ist jetzt das Spinning Set. Und wenn man jetzt U drückt, sieht man hier schon den Köder. Und wie er reagiert, wenn man dann mit der linken Maustaste hier einkurbelt. Das ist schon richtig cool. Da gehen wir jetzt aber auch gleich im Detail nochmal ein bisschen mehr drauf ein, was man da machen kann, wie man hier die Köder auch führen kann. Wenn man dann nochmal U drückt, ist das Bild dann wieder raus. Das einfach nur dazu. Also das, solche Sachen hat man zum Beispiel auch nicht im realistischen Modus. So, packen wir die Route nochmal eben wieder weg, denn wir holen uns für den Start, wir drücken mal I
und gucken, was wir hier haben. Das ist unser Inventar. Wir haben zweierlei Sets. Und diese zwei Sets, die basteln wir erstmal eben auseinander. Komplett. Und das Set hier auch. Komplett. So, dann haben wir die beiden Sets komplett erstmal auseinandergenommen. Dann drücken wir nochmal Escape und gehen hier ins Geschäft. Und hier im Geschäft gucken wir uns dann erstmal an, was wir denn noch alles gratis bekommen können. Denn da gibt es ein paar Sachen. Ich hatte es anfangs so gemacht, dass ich von diesem einen Setup die etwas stärkere Schnur genommen habe. Habe das dann auf Spinning gemacht. Das Ganze ist sehr spinning-freundlich hier. Also man hat wirklich gut oder man kommt sehr gut vorwärts, wenn man viel Spinning macht. Das Posenangeln braucht ein bisschen länger. Man muss ein bisschen länger warten, bis die Fische reinbeißen. Ist natürlich auch nicht ganz so actiongeladen. Vielleicht kommt das später noch. Und Fiederrouten, Grundangeln habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Aber wenn man halt Bock hat auf Spinning, ist man da absolut gut aufgehoben. Wir gucken mal eben hier bei den Routen rein. Und bei den Universalrouten, guck mal hier, da können wir uns nochmal hier so eine Feeder Master 270 holen. So eine Universalroute mit einer Stärke, also einer Tragfähigkeit von 3,50 Meter. Jetzt kaufen for free. Wir haben $200 und die müssen wir halt sinnvoll einsetzen. Ja, nachdem wir uns die Master 270 geholt haben, gucken wir nochmal durch. Bei den Rollen gibt es hier auch nochmal eine for free mit 1,8. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr klein und dünn. Die lassen wir mal drin. Leinen gibt es auch eine super dünne. Auch das ist eher so ein Notfallteil. Das holen wir uns nicht. Wir können uns diese hier nochmal holen oder wir bauen halt jedes Mal um. Ich bleibe jetzt anfangs erstmal beim Spinning, bis wir dann auf Level 3 gekommen sind. Jetzt muss ich gerade mal eben schauen, wo haben wir denn die verschiedenen Schnüre? Also Monoschnur nehmen wir dann als nächstes mit 3,2 Kilo. Das wäre das Teil, kostet dann $40 ab Level 3. Das machen wir dann, wie gesagt, später. Die Posen, die haben wir. Da haben wir eine Vorfächer, hieß es da dann aus dem Chat im Stream, haben keine große Wirkung. Natürlich haben die hier eine Tragfähigkeit, aber keinen großen Vorteil. Deswegen lassen wir die zurzeit erstmal weg. Das wird mit Sicherheit später noch im Game relevant. Haken, auch das lassen wir erstmal. Wir haben hier 16er. Ich kaufe einfach oder nehme nochmal so ein 16er Paket. Nehmen wir nochmal mit. Und dann gucken wir hier nach den Ködern. Da ist das Brot for free. Auch davon nehmen wir mal so ein paar mehr. Brot kann man nicht genug haben. Regenwurm und Co. Das machen wir später alles. Und dann gehen wir hier bei den Kunstködern auch nochmal rein. Da gibt es auch nochmal was for free. Den gelblichen hier, den haben wir schon. Und den schwarzen Classic Twist nehmen wir auch auf jeden Fall. Ich nehme mal direkt 5, falls mir gleich was abreißt. Genau, dann haben wir die schon mal ausreichend vorhanden. Bleie brauchen wir nicht, Zubehöre noch lange nicht. Damit haben wir jetzt quasi erstmal die Basics. Alles das, was wir for free haben können und was wir auch brauchen, haben wir uns jetzt aus dem Shop geholt. Gehen jetzt nochmal ins Inventar und bauen uns erstmal unser Spinning-Set zusammen. Und zwar anhand hier unten, anhand der Tragfähigkeit 3,5 Kilo. Und hier muss man sagen, es ist vielleicht nicht ganz so extrem mit dem richtigen Aufbau einer Route wie in einem Simulationsgame. Es ist zwar schon wirklich gut umgesetzt, aber es ist eben nicht ganz so wichtig, dass dann zum Beispiel die Tragfähigkeit der Schnur deutlich unter der Tragfähigkeit der Route ist und sowas. Wir gucken uns das gleich mal im Detail an. Also, ich habe jetzt hier die Rolle mit drauf, die jetzt schon über der Tragfähigkeit der Route liegt. Und dann nehmen wir jetzt im Moment noch für die ersten paar Level hier diese 1,3er Schnur benutzen. Vorfach lassen wir direkt weg. Das lassen wir auch alles weg. Wir wählen dann hier mal, nehmen wir mal hier den Gratis in Schwarz, benutzen
und haben jetzt das erste Set zusammengestellt. Ich drücke jetzt einmal Escape und dann auf der 1 ist da das Set und wir sind startklar. Diese ganzen Tipps und Tricks jetzt mit gerade mit diesem 3,2 Kilo Set, was wir jetzt dann gleich ab Level 3 zusammenbauen. Das kam vom Devilus, der hatte das auch nochmal im Discord geschrieben. Apropos Discord, da der Link zum Discord ist unterm Video und da gibt es auch eine kleine Community, die sich speziell um Ultimate Fishing hier kümmert und da sich gut austauscht und ja, zeigt, wo und wie man was fängt, auch richtig gut. Also wenn du da Lust hast, einfach mal gerne mit reinschauen. Also ich begebe mich jetzt einfach mal hier an eine Stelle und baller dann hier gleich einfach mal raus. Wir haben jetzt hier erstmal alles, was wir brauchen. Also, das ist jetzt erstmal das erste Setup. Wir fangen jetzt gleich schön an mit dem Spinning. Wir gucken natürlich nochmal kurz, was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen unten diese drei Balken. Und diese drei Balken, das ist einmal die Schnur. Das heißt, wir sehen dann, wie stark ist die Belastung auf der Schnur. Es geht dann halt immer bis in den roten Bereich, auf der Schnur, auf der Rute und auf der Angelrolle. Und da müssen wir halt gucken, dass keiner von diesen Balken über diesen roten Bereich geht. Also es kann zwar mal bis in den roten Bereich reingehen, aber auch hier ist es so, am Ende von Rot ist tot. Da ist dann die Schnur durch oder die Rute gebrochen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Rechts daneben haben wir jetzt gerade schon mit diesem weißen Balken gekennzeichnet die Einholgeschwindigkeit und da oben drüber Zug. Zug bedeutet in dem Fall die Bremse. Und das können wir umswitchen sozusagen, den weißen Balken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst müsste man es halt hier mit der Tastenbelegung machen. Das ist ja Katastrophe. Und zwar, wenn man bei der Maus die mittlere Maustaste, das Mausrad sozusagen eindrückt, dann switcht das. Also auf das Mausrad drücken. Ich hoffe, du hast eine mittlere Maustaste und ein Mausrad. Dann kann man da wechseln zwischen den beiden Sachen und mit dem Mausrad selbst dann den Zug jetzt hier in dem Fall reduzieren. Das Reduzieren des Zugs ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir am Anfang hier mit diesem dünnen Setup unterwegs sind, essentiell, damit wir eben nicht unsere Köder verlieren, damit uns nicht die Schnur abreißt und so weiter. Das ist, wie gesagt, die Bremse. Wir machen das gleich mal im Drill, da komme ich dann nochmal im Detail ein bisschen zu. Und dann haben wir jetzt ja einmal die Bremse eingestellt. Wir stellen die Geschwindigkeit gleich so ein, dass das für den Köder richtig gut funktioniert. Und das ist bei dieser Art Köder hier so eine 10 oder so eine 14. Ich mache mal erstmal ganz langsam auf 10. Und dann gehe ich aber hier eben wieder zurück auf den Zug, damit ich immer aktiv an der Bremse bin und darüber eben auch den Fisch so ein bisschen schneller müde machen kann und steuern kann. So, dann werfen wir aus. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten mit dem Auswerfen. Einmal rechte Maustaste gedrückt halten. Wir sehen hier unten, da ist so eine Entfernungsanzeige. Das ist vielleicht eher fürs Posenangeln interessant. Und wir sehen dann auch in der Action Bar, je nachdem, wo wir hinwollen, so einen grünen Bereich. Und wenn wir genau in dem grünen Bereich sind, treffen wir dann eben auch genau in das grüne Feld. Also jetzt hier gehen wir mal rein, zack, und würden jetzt genau da vorne hin treffen. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen beim Spinning ja maximal auswerfen. Wir wollen ja richtig Strecke machen. Dementsprechend, so, mal eben wieder reingekurbelt und wieder raus damit. Maximal. Schön mit der linken Maustaste einfach aufladen, rauswerfen. Das Ding fliegt richtig weit. Und dann sehen wir jetzt oben in der Ecke, sehen wir jetzt diesen kleinen Fisch. Und jetzt wieder langsam grün der kleine Fisch und der wiggelt so hin und her. Und wenn er richtig schön grün ist und dunkelgrün ist, hat er die maximale Lockwirkung. Das wollen wir ja erreichen. Wenn wir dann zwischendurch mal so eine Pause machen, ändert sich da die Führungsart. Und zack! Da fängt er an zu wackeln und wir drücken die rechte Maustaste sofort und kurbeln mit der linken Maustaste ein. Und dazu kommt, dass wir jetzt schneller einkurbeln, drücken wir die Steuerungstaste. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und man sieht sofort unten rechts in der Ecke, die Geschwindigkeit geht von 10% Steuerung, zack, auf 100%. Und jetzt müssen wir halt schön kurbeln und mit der rechten Maustaste auch ein bisschen pumpen, dass wir den Fisch hier richtig rankriegen, damit er auch müde wird.
Und was wir eben noch sehen, wir haben jetzt hier den Zug nur auf 10% und wir sehen auch schon die Belastung auf der Schnur. Da haben wir jetzt gerade 5 Punkte in der Belastung. Ich drehe mal jetzt langsam hoch. 14%, 18%, das geht immer in so Viererschritten. 22 und er kommt auch schon langsam an. Jawohl, da wird der Fisch auch schon müde. Was allerdings jetzt wieder wichtig ist. So, jetzt rechte Maustaste und wir haben ihn. Ha, guck mal da. Brauner Katzenwels. Ach, das ist ja cool. Irgendein Achievement. Irgendwas haben wir gerade erreicht. Cool. Brauner Katzenwels. Wenn man C drückt, kann man nochmal diese kleine andere Ansicht machen. Auch sehr, sehr cool gemacht. Geht bei den größeren Fischen dann automatisch. Ich hocke da jetzt gerade vor. Hier vorne haben wir dann einmal noch die Länge stehen. Das Gewicht ist direkt hinter mir. Den Preis, den wir dafür bekommen, die XP. Und dann können wir den halt behalten. Oder wenn du sagst, ach, ich brauche eher XP statt Kohle, was eigentlich nicht immer so der Fall ist. Wir brauchen erstmal ein bisschen Kohle. Dann kannst du ihn halt wieder freigeben. Also behalten. Das war der erste Fisch. Jetzt wieder wichtig. Zug heißt also Einzugsbremse bzw. die Bremskraft wieder erstmal ein bisschen runter machen. Denn wenn da gleich noch vielleicht ein etwas größerer Fisch reingeht, wollen wir ja nicht, dass uns da irgendwas kaputt geht. Also wieder maximal auswerfen. Zack. Einholgeschwindigkeit ist immer noch auf diesen 10%. Ich bin auf der Bremse. Wenn wir jetzt mal U drücken, sehen wir, was der Köder gerade macht. Ich lasse ihn ein bisschen absinken extra. Lassen wir ihm ein bisschen Zeit, bis er runtergeht. In der Phase kann er auch, wenn eine Strömung vorherrscht, auch richtig abgetrieben werden mit der Strömung. Und jetzt ziehen wir ihn einfach ein. Schön langsam. Ihr seht, der Fisch wird langsam richtig schön dunkelgrün. Und dann ziehen wir ihn ein. Er schwebt hier jetzt einfach so durch die ganzen Steine. Wenn ihr meint, das ist gerade zu tief, dann vielleicht mal kurz Steuerung drücken. Zack. Dann habt ihr dieses 100% mit der Einholgeschwindigkeit. Oder wenn er insgesamt eher ein bisschen hochgehen soll, mittlere Maustaste oder das Mausrad nochmal drücken. Dann geht man vielleicht so auf die 14. Zack. Dann geht er schon mal wieder hoch. Und dann zieht man. Und ich glaube, da kommt schon was angeschwommen. Zack. Ja. Rechte Maustaste sofort gedrückt. Ich drücke aber hier wieder auf U. Also rechte Maustaste mit der Anschlag sofort, linke Maustaste einkurbeln und mit Steuerung geht das dann ratzfatz. Ich glaube, wir können tatsächlich den Zug so ein bisschen, die Bremse ein bisschen höher einstellen. Rechte Maustaste gedrückt halten und da kommt er, der winzige kleine Hecht. Ei, 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 bringt kaum Kohle. Naja, winziger kleiner Hecht. In dem Fall jetzt gerade hier vom Setup auf diesen kleinen Twister. Wir können den natürlich auch ändern jetzt hier. Nehmen wir mal den in der Farbe, benutzen den und gucken. Zap, zap, zap. So, jetzt haben wir den dran. Werfen auch wieder schön maximal aus. Was halt interessant ist, gerade mit dem Blick unter Wasser. Wir gucken, was haben wir denn da in der Nähe? Sind da irgendwelche Strukturen unter Wasser? Gibt es da irgendwelches Geäst oder hier so einen toten Baum oder sowas? Da, wo sich Fische auch gerne aufhalten. Und dann wirft man da vielleicht eher mal hin. Dass man versucht, okay, gerade in den Bereichen, wo sich die Fische eher aufhalten, dass man da eben versucht, lang zu ziehen. Ich gucke da immer mal gerne so kurz rein, mache das aber eigentlich nicht so häufig, dass ich hier mir konstant das unter Wasser hier angucke. Ist halt, sieht halt ganz nett aus, aber letzten Endes will ich ja hier oben stehen und gucken, wie das funktioniert. Dann gucke ich mir den Fisch da oben in der Ecke an, läuft das. Man sieht natürlich auch an der Rutenspitze, beißt da was dran oder nicht. Und da, zack, da geht auch was und sofort hier wieder, ne, Anschlag mit der rechten Maustaste. Sobald der Fisch dann auf einmal da anfängt zu zappeln oder die Rutenspitze krumm wird, ran, rechte Maustaste und dann auch hier reinziehen wieder. Ach, guck mal da. Der Kürbiskernbarsch. Sehr schön. Auch noch in klein. Ja, wir müssen jetzt natürlich hier ein bisschen Gas geben. Das heißt, wir haben hier nicht so die großen Auswahlmöglichkeiten. Zack, jawohl. Ich drücke mal eben I. Und dann haben wir hier auch so ein bisschen mehr Information. Wir haben hier oben das Level stehen, oben rechts in der Ecke. Level 1 halt jetzt gerade. Wir haben 12 XP bisher gemacht von 100. Dann haben wir eben das nächste Level. Ab, wenn wir 100 von 100 haben, dann geht es halt irgendwann Stück für Stück höher. Mit dem Setup jetzt erstmal von der Stärke sind wir erstmal ganz gut bedient bis Level 3.
Und ab Level 3 geht es dann eben mit dem stärkeren Setup weiter. Das heißt also, wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, die Rute mit der Stärke von 3,5 Kilo, die Rolle mit einer Stärke von 4,5 Kilo und ab Level 3 holen wir uns dann die Schnur mit 3,5 2 Kilo waren es, glaube ich. Und dann haben wir da ein richtig schön starkes Setup, was wir tatsächlich bis Level 14 durchangeln. Was wir natürlich ändern, und wir kaufen uns natürlich noch immer wieder ein paar Sachen, sind andere Köder. Stück für Stück mit den Ködern weiter ausbauen und experimentieren. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt mal so ein bisschen was durch, mach mal ein bisschen XP und dann gucken wir gleich mal, wie der Stand der Dinge ist. Das ist natürlich der Hammer. Ich habe ein bisschen die Position geändert und probiere hier gerade auch an verschiedensten Stellen was zu fangen. Man kann ja hier, wie gesagt, so schön hin und her porten und da ballert was Großes rein. Ich weiß noch gar nicht, was es ist, aber es zieht hier auf, ja, auf Zug 22% immer noch gut ab. Das heißt, ich könnte immer noch ein bisschen hochstellen, komme dann hier in den roten Bereich und da muss man schon wirklich aufpassen. Also Grenzbereich. Und jetzt ist halt das Entscheidende, wir achten die ganze Zeit auf den Zug unten natürlich, denn der kann durchaus mal schwächer werden, weil ja der Fisch im Drill schwächer wird. Und wenn das dann der Fall ist, dass der Fisch wirklich schwächer wird, wir pumpen dann schön hier mit der rechten Maustaste, machen den müde, zack, gedrückt halten und rankurbeln. Und dann sehen wir irgendwann, guck mal, jetzt flackert es oben schon hier, gleich ist der erste weiße oder der oberste weiße Balken vielleicht ganz weg. Und dann ist er schon ein bisschen schwächer geworden, der Fisch, dann wird er müde. Und dann können wir natürlich auch den Zug, die Bremse wieder ein bisschen hochdrehen. Jetzt ist er nicht mehr zwei Punkte im Roten, sondern nur noch ein Punkt im Roten. Und so drehen wir Stück für Stück die Bremse immer weiter dicht. Aufpassen, beim nächsten Auswerfen Bremse natürlich wieder runterdrehen, weil der nächste Fisch hat möglicherweise halt wieder richtig Power. Also, das ist natürlich jetzt hier richtig gut umgesetzt, eine richtig gute Idee im Game. Gefällt mir absolut, denn dann hat man hier auch wirklich ein gutes Gefühl dafür, dass man hier wirklich so einen schweren Brocken gerade drillen muss. Zack, und dann kommt er da an. Ja, Kleinmaulbarsch. Der Barsch, 1,3 Kilo. Hier oben wird es auch nochmal so angezeigt. Schön, ordentlich Kohle, 12 XP. Behalten wir natürlich, ja, mittlerweile hier bei über 50 XP von 100 fürs nächste Level. Heißt also, ich muss noch weitermachen und bedeutet, ich teste jetzt hier weiter. Ich bin jetzt gerade hier auf der 7 ungefähr und werfe hier so an der Mühle vorbei. Mal gucken, was hier noch so geht. Und da geht der nächste große Brocken rein und hat auch richtig Bock. Und es ist, gucken wir mal eben. Und sehr, sehr nice. Ein Rotlachs. Oh, das ist ja cool. Das sieht ja auch richtig cool aus. Da müssen wir auch dann richtig jetzt Gas geben. Ich kriege den mit der rechten Maustaste gar nicht gedreht. Der hat also noch richtig Bock. Also, hier vorsichtig gucken, dass wir den rangezogen bekommen. Auch hier jetzt die Bremse langsam wieder hochdrehen. Gehen wir mal so ein bisschen in den roten Bereich. So. Und ihr seht aber auch jetzt hier anhand des Setups. Wir haben hier gerade die maximale Belastung auf der Schnur und haben natürlich hier auf Rute und auf Rolle noch richtig viel Potenzial, das auszunutzen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich mit seinem Setup, was man gerade verwendet, dass man dann sich anschaut, okay, wie viel Power habe ich denn noch bei so einem harten Drill? Das heißt, man versucht natürlich hier erstmal alle drei Balken vielleicht gleichmäßig hoch und gleichmäßig zu belasten, damit man eben nicht nur die Schnur belastet, sondern dass der Fisch eben auch hier gegen den Blank arbeiten muss und natürlich auch noch richtig gegen die Rolle. Die Rolle nutzen wir so gut wie gar nicht geradeaus, sondern eben nur die Schnur gerade. Und das ist natürlich, ja, das ist Verschwendung sozusagen von Bremskraft. Noch ein bisschen müde machen, nochmal in den Pump rein, rechte Maustaste hochziehen, richtig mit der Maus so nach vorn drücken auch,
So. Und schnell wieder einkurbeln. Und jetzt ist er schon ein bisschen müde. Jetzt drehe ich nochmal hoch auf 30%. Jetzt gehen wir wieder langsam in den roten Bereich. Ja, und so kriegt man dann eben auch hier die großen Brocken müde. Das ändert sich dann aber natürlich auch später nicht zwingend. Auch da muss man immer wieder dieses Pumpen machen, richtig hart reingehen. Da sind wir gerade, da geht er gerade sogar hart dagegen. Aber wir kriegen ihn auch gerade ganz gut ran hier. Er ist deutlich näher gekommen jetzt gerade. Richtig schön ranziehen mit der rechten Maustaste. Hart rein in den Pump. So, kann dann natürlich auch sein, dass er dann gleich wieder abhaut, wenn man ihm dann wieder ein bisschen Spiel lässt. Aber auch da sehen wir schon wieder, gerade waren es noch 2 Punkte im roten Bereich und jetzt ist es halt nur noch 1 Punkt im roten Bereich. So, jetzt nochmal richtig nach oben. Komm ran hier. Und richtig viel Schnur wieder kurbeln und wieder hart nach oben. Und viel Schnur einkurbeln, jawohl. 10 Meter ist er dran. Übrigens, diese Anzeige beim realistischen Angeln auch nicht vorhanden. Diese Meteranzeige hier unten, wie weit der Fisch entfernt ist. So, und jetzt kriegen wir ihn. Richtig schön nach oben, ganz effektiv. Perfekt, und da ist er. Puh, und er wird auch direkt so angezeigt hier. Heißt also eine ordentliche Größe für den Fisch. Gar nicht so schlecht, fast 2 Kilo. Und ja, 55 cm groß, 12 Dollar kriegen wir dafür, das ist natürlich richtig gut. 17 XP, auch richtig schön, behalten wir natürlich. Zack, denn wir wollen Kohle machen. Ich guck mal eben rein, wir sind schon bei 70 von 100. Also, ich mach mal eben Level Up. Padadapam, da ist er tatsächlich schon. Das war er. Wir haben einen kleinen Kürbisbarsch noch gefangen und zack, kriegen hier einen kleinen Bonus von 20 Dollar. Haben jetzt hier einen XP-Boost. 5 Minuten lang mehr XP und 5 Minuten lang auch nochmal einen Boost für mehr Kohle. Heißt also direkt Gas geben. Daneben haben wir dann auch nochmal stehen einen weiteren Fertigkeitspunkt. Das nutzen wir natürlich auch direkt aus. Also, andere Taste drücken, Escape drücken. Fertigkeiten müssten wir jetzt gleich erst zurückgehen, Standort verlassen. Das heißt, das machen wir danach. Wir nutzen erstmal hier jetzt die 5 Minuten aus und machen weiter XP. Zack, geht hier nochmal schön einen Barsch drauf. Sehr gut und hat auch richtig Power. Top. Also, reinkurbeln hier das Ganze. Bremse ein bisschen hochdrehen. Wir haben noch ein bisschen Platz, jawohl. Und dann wieder hier rangepumpt. Sehr gut. Langsam füllt sich unser Kescher. Und da müssen wir natürlich auch gleich mal reingucken. Denn der Kescher, ja, der Kescher levelt mit uns mit. Ein ganz wichtiger Punkt auch, eine ganz wichtige Information. Wir leveln nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Kescher. Und damit die Kapazität im Kescher, was auch eine ganz gute Sache ist. Wir ziehen ihn mal eben rein. Übrigens auch eine ganz lustige Sache und ein ganz gutes Ding ist, wenn wir jetzt hier einen Fisch hätten, der nicht mehr in den Kescher passt, können wir erst den Kescher leer machen und dann können wir den Fisch immer noch in den Kescher wieder reinpacken. Der ist also nicht verloren, der Fisch. Auch richtig gut. Also, ziehen wir den mal eben hier rein. Ah, der hat ja richtig Bock. Hoffentlich passt das noch mit den 5 Minuten. So. Komm ran hier. Wir brauchen dich schnell mit den XP und den Bonus. Komm, eine Bremse höher. Oh, der haut wieder ab. Nicht dein Ernst, Alter. Komm ran hier. Der ist ja schon so nah und will dann doch nicht, oder was? Jetzt aber. Komm. Jetzt, da ziehen wir ihn. Alter. Und wir kriegen noch die Boni, jawohl. Also, Bonus auf die Kohle und plus XP kriegen wir auch noch. Behalten wir natürlich. Richtig schön das Teil. 1,5 Kilo, fast 1,6. Tip top. Ja, gucken wir doch mal in den Kescher. Also, Escape. Und dann gucken wir hier oben rein. Profil und Fischernetz. So, und da sehen wir jetzt unser Profil. Und hier im Fischernetz sehen wir Level 1 Fischernetz,
22 XP, es braucht nicht mehr viel, dann haben wir Level 2. Im Moment 15 Kilo Tragfähigkeit. Wir haben hier schon drin 12,81 Kilo und da sehen wir dann eben auch alles, was wir bisher hier gefangen haben. Sämtliche Fische von vornherein bis gerade eben, Regenbogenforellen und so weiter. Mit den jeweiligen Preisen, was wir dafür bekommen. Das ist doch gut. Also wenn wir hier eine Möglichkeit haben, jetzt also Rotlachs zu fangen, würde sich das offensichtlich richtig lohnen, denn die bringen richtig gut Kohle. Es gibt zusätzlich noch die Option, ein Aquarium zu befüllen im Haus, in der Base. Da gehe ich jetzt im Detail nicht so drauf ein. Ich will eher angeln und nicht hier Aquaristik betreiben. Aber eine witzige Idee, zu den Trophäen hinzufügen. Und man kann sich die Fische dann im Detail auch nochmal ein bisschen angucken. Gucken wir uns mal hier den großen Brocken an. Da ist er. Rotlachs fängt hier an zu schwimmen und wir können ihn uns von allen Seiten ringsherum drehen, wie wir wollen. Auch eine ganz nette Idee. Und wir verkaufen das Ganze natürlich. Wir haben hier insgesamt schon 53 Dollar gemacht. Kratsching, wir sind kurz vor Level 2. Richtig gut hier. Beziehungsweise Level 2 dann im, mit dem Kescher. Da haben wir es stehen. Wir brauchen nicht mehr viel. Also, zack, alles verkauft. Wir haben wieder Platz hier drin. Und es geht weiter. Jo, jetzt sind wir hier bei Level 2. Ich drücke mal gerade Escape und gucke ins Geschäft, ob wir hier nicht noch einen Köder kriegen. Wir haben jetzt hier mit Level 2 die Möglichkeit, bei den Naturködern hier noch weitere uns zu leisten. Also einmal die Made und den Teig, der ist freigeschaltet. Was ich sehr gut finde, wir haben jeweils in den Ködertexten sozusagen Informationen drin stehen, wofür dieser Köder gut ist. Heißt also, wenn ihr hier jetzt mit der Pose lieber unterwegs seid, Rotauge, Brasse, Rotfeder, Barbe, Döbel, Schleie, Karpfen. Am nächsten Gewässer habe ich auch schon ein bisschen Karpfen geangelt. Geht auch hier richtig gut. Die ballern auch ordentlich rein. Man hat richtig einen harten Drill mit der Posenangel auf die Karpfen. Also auch das geht richtig gut. Ja, das sind hier die verschiedensten Köder, beziehungsweise dann eben auch hier die verschiedenen Informationen, welche Köder wofür gut funktionieren. Ich drücke nochmal eben Escape, beziehungsweise, nee, gucken wir nochmal bei den Schnüren. Da hatten wir gesagt, ab Stufe 3 ist das, ne? Wir könnten jetzt hier eine Mono uns schon mal leisten. Ja, theoretisch könnten wir uns eine Mono holen. Ich meine, das kostet ja nicht wirklich viel mit 2,2 Kilo. Hatte ich auf meinem anderen Account auch gemacht. Und dann später eben ab Level 3. Das dauert ja dann doch noch ein bisschen bis Level 3. Dann eben die 3,2 Kilo Schnur nehmen. Man kann auch später nochmal, ich würde sogar fast sagen, in Richtung 4 Kilo oder sowas ruhig gehen. Ich verwende oder habe sogar 5, noch was Kilo verwendet. Man muss natürlich dann aufpassen auf dem Setup. Dann ist irgendwann natürlich die Rute das schwächste Glied im Set. Wenn da was kaputt geht, dann ist es halt die Rute. Wäre dann natürlich ärgerlich. Andererseits ist die Rute auch gratis. Das ist ja die Gratis-Route, die wir uns einfach so wieder nachholen können. Ich hole jetzt hier mal die 2,2er-Schnur. 2,2 Kilo, beziehungsweise stopp mal eben, kurz Information. Wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt hier 1,3 Kilo drauf. Das heißt, wir gehen mal eben in den Shop, holen hier bei den Leinen die Schnur ab Level 2 mit 2,2 Kilo. Jetzt kaufen. Was auch wichtig ist, auch eine ganz wichtige Information bezüglich Verschleiß sozusagen. Die Schnur verschleißt nicht wirklich von der Tragfähigkeit, sie verschleißt mit den Metern, die wir drauf haben. Das heißt, wenn wir hier anfangs 150 Meter haben, ich gucke gerade mal eben, hier sind auch 150 Meter drauf, benutzen, dann haben wir jetzt hier auf dieser, die wir jetzt die ganze Zeit verwendet haben, nur noch 128 Meter. Also es verliert sich quasi mit jedem Fisch so ein Meter an Schnur. Irgendwann, ich hatte das jetzt auf dem großen Account mit Level 15, 16, da hatte ich zum ersten Mal auf meiner Schnur, auf meiner 5 Kilo Schnur die Meldung zu wenig Schnur.
Dementsprechend musste ich mir dann eine neue Schnur kaufen. Kostet nicht so viel und es reicht wirklich lange, dass man diese Schnur dann eben auch angeln kann. Ja, wenn man halt auf große Brocken aus ist, muss man da vielleicht ein bisschen einen Blick drauf haben. Also, 2,2 Kilo Schnur jetzt. Die verwenden wir, benutzen und schon ist unser Setup deutlich dicker und mächtiger wieder. Das ist gut. Denn damit können wir dann jetzt... Ah, Moment, eins noch nachgucken. Damit können wir jetzt dann wieder neuer oder mehr auf die großen Brocken gehen. Und was auch wichtig ist, wir gucken uns natürlich an, ob wir weitere Köder verwenden können. Haha. Und da haben wir hier zum Beispiel so einen Blinker. Und den nehme ich tatsächlich auch. Warum denn nicht? Zack, jetzt kaufen. Und dann verwenden wir doch einfach mal diesen Blinker hier. So. Zack, er ist ein bisschen größer, hat einen wahrscheinlich größeren Haken, 7 Gramm. So, einmal umgetüdelt und dann das gleiche hier auch. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Der Zug ist jetzt hier so auf 30, das wird funktionieren. Wir haben jetzt eine dickere Schnur. Mittlere Maustaste, wir gehen runter wieder auf die Geschwindigkeit und gucken jetzt erstmal, mit welcher Geschwindigkeit bekommen wir diesen Blinker hier in Action, dass der Fisch da oben wieder grün angezeigt wird. Ich gehe mal so auf so eine 30, 40. Das sieht auch gut aus. Wir können auch eine kleine Pause machen. Das sieht auch gut aus. Das heißt, sowas wie Stop and Go scheint hiermit vielleicht zu funktionieren. Jawohl. Und je dunkelgrüner, das ist richtig gut anscheinend. Genau, je dunkelgrüner der Fisch hier wird, umso besser ist es. Also dieses Absinken scheint für diesen Köder auch richtig gut zu sein. Also ziehen wir doch einfach mal so durch. Aber jetzt sehen wir schon gerade, hat es gerade nachgelassen. Man muss auch deutlich ein bisschen mehr ziehen. Vielleicht muss ich doch die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. Ja, es könnte besser sein. So in Richtung 40. Das sieht, glaube ich, besser aus. Mehr ziehen, absinken lassen. Zack, wieder richtig ziehen, absinken lassen. Dass wir da eine schöne Führung hinbekommen. Und wie gesagt, dass der Köderfisch hier eben die ganze Zeit, also die Anzeige oben, immer schön im grünen Bereich ist. Übrigens, wenn das mal, wenn ihr mal schön durchgezogen habt, an vielen Gewässern, an vielen Stellen ist es so, die den Köder eine Weile hier drin lassen. Es kann oftmals passieren, dass so ein Fisch nochmal hinterher geschossen kommt. Die kommen manchmal aus einer ziemlich weiten Entfernung. Wenn das gleich mal passiert, dass so ein Fisch generiert wird, dann zeige ich das auch gleich nochmal. Die kündigen sich manchmal regelrecht an. Also das heißt, man sieht das manchmal richtig gut, ob da jetzt gleich ein Fisch spawnt und ankommt oder eben nicht. Ich guck mal, vielleicht kann man das sogar mit den 100% machen. Das geht mit den Jigs auch. Nee, mit dem geht das nicht so gut. Hier müssen wir dann eher langsamer agieren. Ich gucke nochmal mit der 38. Einfach durchziehen. 34. Da geht was ran. Zack, rechte Maustaste. Und er ist gehakt. Sehr schön. Was haben wir denn? Auch wieder einen Rotlachs. Sehr gut. Und jetzt machen wir nochmal hier auf den Zug. Gehen schön mit der Bremse hoch. Können hier auf 38 hochziehen. Und das sieht auch, glaube ich, schon ganz gut aus. Wobei, ich glaube, der hat auch wieder ein bisschen mehr Schmack, ist der Fisch. Alter, der hat richtig Bock. Guck mal hier, ey. Sehr schön. Und das auf dem schon etwas besseren Setup jetzt. Sehr, sehr gut. Und kriegen wir ihn. Wir können natürlich auch ein bisschen laufen hier. Es ist nicht so statisch wie in manch einem anderen Game. So, und da ist er. Puh, über 2 Kilo knapp. Ja, 56 cm, 17 Silber dafür bekommen. Alter, wenn das jetzt hier der ultimative Köder ist für diesen Fisch, dann ziehe ich aber jetzt hier durch 23 XP damit. Alter, damit mache ich doch gerne jetzt den Kescher voll. Ja, ich glaube, das ist so das A und O. Wie gesagt, die wichtigsten Infos haben wir, glaube ich, soweit. Wir haben die Einstellung, wir haben den Weg sozusagen, wohin es geht. Ich zeige nochmal, wo, oder wir gucken nochmal ein bisschen in die Zukunft sozusagen. Wir holen uns ab Level 14 dann dieses Komplettset. Habe ich noch nicht mit dem großen Account, beziehungsweise das können wir jetzt gleich noch machen. Ich switch gleich mal eben auf den großen Account. Ich bin nämlich kurz davor. Und ich gucke nochmal hier. Können wir hier noch was? Kann man hier noch was zeigen? Standort verlassen. Genau, wir können noch
die nächsten Maps uns angucken. Das heißt, wenn man sagt, angeln gehen, hat man hier unten die Auswahl der verschiedenen Gewässer. Ich hocke hier gerade selbst vorm Tutorial. Dann haben wir hier United States. Dann haben wir hier ab Level 3 das nächste Gewässer. Ab Level 7, 14, da bin ich jetzt gerade in Kiel. Dann Russia ab 22 und Thailand ab Level 27 mit ganz exotischen Fischen. Richtig, richtig wild, freue ich mich auch schon mega drauf. Also das spielt man dann auch frei. Man kauft sich quasi die Lizenz für das Gewässer einmalig und kann das dann die ganze Zeit verwenden. Fähigkeitspunkte habe ich hier einen. Ich gehe als erstes hier, erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit des Anbisses. Dass ein Anbiss erfolgt. Also das wird natürlich hier beschleunigt. Hier unten kommt das nochmal 10% erhöht. Erhöht nochmal den Anbiss. Also das finde ich ist hier das deutlich interessantere. Mehr Geld zu kriegen oder sowas oder bessere Preise zu kriegen, weiß ich nicht. Auf lange Sicht ist, glaube ich, das hier das Interessantere. Auch dann hier mit dem nächsten, sie halten mehr Prozent, mehr Erfahrung durch Fische und sowas. Der Trickser scheint mir der trickreichere, der interessantere Weg zu sein. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist und wie schnell man dann auch vielleicht irgendwann alles freispielt. Genau, Mission, da holen wir uns nochmal eine Belohnung ab. Zawamp, hier auch, haben wir auch schon geschafft. Schwupp, Jawolski, sehr gut, zwei Missionen schon erledigt. Hier muss ich noch ein bisschen Hecht angeln. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal eben auf die Profile. Und ich gehe dann hier nochmal eben auf den großen, Level 15. Der steht, wie gesagt, schon hier in Kiel. Da gehen wir jetzt auch mal eben kurz rein. Und da hantiere ich dann natürlich schon ein bisschen anders herum. Allerdings, wenn wir uns mal hier... Ist das hier Kiel? Nee, das ist doch nicht Kiel, ich wollte schon sagen. So, da sind wir doch in Kiel. Schick, auch richtig gut. Ich bin noch gar nicht viel rumgerannt. Ich habe bisher eigentlich immer direkt hier geangelt. Hier oder hier so. Auch super cool gemacht. Wir können ja mal kurz hier ins Inventar reinschauen. Auch hier, wie gesagt, immer noch die 3,5er Route. Ich bin jetzt hier Level 15, fast Level 16. Immer noch dieses 3,5er Universalset. Wie vorhin schon gesagt, also dieses Starter-Set. Ausrüstung. Immer noch diese Rolle. Ich habe hier eine 5,9er Fluoroschnur drauf, frisch gerade wieder gekauft. Ich habe hier noch ein 5er Vorfach drauf und hier nehme ich jetzt zum Beispiel gerade so einen Twister. Ich kann ja mal eben reinwerfen und auch hier dann ganz interessant vom Unterwasserbild. So, ziehen wir das mal eben hier so rein. Ich gehe mal eben von der Bremse ein bisschen runter. So, und dann ziehe ich auch hier langsam durch. Und lass dann aber auch mal ruhig absinken. Dann sieht man hier unten, hier kommen so runter so Container und dann liegen da Reifen rum und weiß der Geier was. Dann schwimmen hier Hornhechte rum und alles. Also super geiles Szenario auch. Dann kriege ich so Plattfische, so ein Butt oder was ich hier hatte. Alter, hier, Wolfsbarsch. Sensationell. Da kommt noch, bäm, rechte Maustaste, linke Maustaste sofort. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und dann können wir tatsächlich die Bremse wieder ein bisschen hochdrehen. Die haben gar nicht die Chance hier. Also mit dem hier und an dem Gewässer, falls ihr euch denkt, Alter, wir müssen 7000 für das große Set zusammensparen. Es geht echt gut. Also man kriegt richtig gut Kohle hier zusammen. Gucken wir mal eben, ziehen wir den mal gerade rein hier. Zack, da ist er, ein atlantischer Lachs sogar. Kleiner atlantischer Lachs, aber auch der bringt schon 21 Tacken. Wolfsbarsch ballert auch gerne mal rein. Der bringt dann über 100 sogar. Richtig, richtig gut. Zap, also den haben wir schon drin. Und wenn wir hier gucken im Netz, hier jetzt schon Level 5, fast Level 6. 65 Kilo Kapazität sind jetzt hier schon drin. Also das geht dann auch richtig gut ab hier. Zack, direkt wieder verkaufen. Also das läuft richtig gut hier mit dem. Man kommt schnell vorwärts mit diesem Basis-Setup tatsächlich und dann geht es tatsächlich dann aber auch her ins Shoppen. Also wenn man die Kohlen zusammen hat, dann gönnt man sich hier für fast 7200 Dollar das komplette Set. Richtig gutes Set.
Alleine auch, wenn man sich die Köder hier anschaut, wir können ja mal eben kurz schauen, Kunstköder, ich glaube davon gab es 5 Stück und dann sind es die, waren das Wobbler oder Elritzen, hier, die sind das, ne? Oder? Nicht so ganz. Wobbler sind es auch nicht, Oberflächen, die Oberflächen sind es, die hier. 500 für so ein Pack. Das ist halt der Hammer, ne? 550 und die sind ja in diesem Set schon mit drin. Also, hier unten, da haben wir sie. 2 Varianten. Also ein richtig gutes Setup. Gute Rolle. Hier haben wir das nochmal detailliert aufgeteilt. Stärke 7 Kilo. Eine Widerstandskraft auf der Bremse von 18 Kilo. Dann haben wir hier so eine Schnur mit 14. Ich werde das gleich einfach mal so wie es ist zusammenbauen und eben hier die verschiedenen Köder. Also shoppen, einkaufen, jetzt kaufen. Die ganzen Kohlen sind fast weg. Sehr schön. Und ich baue das natürlich jetzt hier zusammen. Ich nehme erstmal den hier kurz runter. Kann ich den einfach so runternehmen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann das Setup hier mal eben ganz auseinanderbauen. So, und dann baue ich jetzt hier auf der 1 baue ich mir jetzt hier mein neues Setup zusammen. Pah, Alter, 7, sehr, sehr nice. Und dann haben wir hier die 18 Kilo Rolle, sehr schön. Dann geht es weiter, hier haben wir die 14 Kilo, übrigens auch Fluoro sehe ich gerade. Zack, die verwenden wir. Vorfach nehme ich jetzt keins. Also zurück. Und dann nehmen wir hier direkt ein von den neuen Ködern. Alleine die Köder ja schon 2500. Das ist ja schon richtig gut, ey. Also, zack. Benutzen. Und jetzt ist er dran. Und ich bin natürlich übelst gespannt, was da jetzt reingeht. Ei, ei, ei. Und vor allem, wie sich das führen lässt. Bremse mache ich erstmal runter, sicherheitshalber. Gehen wir mal so auf die 30 ungefähr. Geschwindigkeit, ja, gucken wir mal. Ich werfe erstmal aus. Zack, und raus damit. Oh, der fliegt ja richtig weit. Und jetzt gucken wir mal. Wie führen wir den denn? Kann ich den durchziehen? Könnte ich. Ich mache mal langsamer. Gucken wir mal. Das ist ja jetzt ein Oberflächen. Das heißt, der geht jetzt hier schön oben lang. Ist auch sehr, sehr gut. So ein bisschen Stop and Go kann man, glaube ich, machen. 1, 2, 3. Bisschen kurbeln und wieder Stopp. Auf Tempo 30. Gar nicht schlecht. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, immer so ein bisschen ziehen, bisschen Pause machen, bisschen ziehen. Hat bisher auch immer ganz gut funktioniert. Das wäre natürlich jetzt der Hammer, Alter, wenn jetzt hier die großen Brocken reingehen. Und dann geht es auch richtig ans Kohle machen. Also die großen und schweren Brocken, hatte ich im Discord schon gesehen, dann geht es halt auch in die Tausende an Dollar, die man verdient. Ist halt schon richtig wild, ne? Das ist halt schon richtig wild. Ja, große Frage. Geht da jetzt was oder nicht? Ich hoffe. Sonst hast du hier so ein tolles, geiles Setup. Und dann lübt da gar nichts drauf. So, ich habe nochmal ausgeworfen und ändere das gerade mal. Bin jetzt hier auf 100 Geschwindigkeit 100 gegangen. Und mache nur ganz kurze Klicks. Also ein ganz kurzes, spritziges über die Oberfläche ziehen. Naja, man muss ein bisschen Gas geben. Und dann sehen wir auch schon wieder, wir sind mit dem Fischchen. Oh, da kommt einer. Und da zieht er ab. Eine Meerforelle. Nee. Okay, Bremse hoch. Bremse hoch. Oh, sehr schön ausgeglichen. Also, wir sind bei 100% Einspultempo. Und jetzt sehen wir auch unten sehr schön ausgeglichenes Setup. Die Schnur ist in Belastung, die Rute ist in Belastung und auf der Rolle haben wir noch richtig viel Potenzial. Das heißt, wir gehen wieder hoch, schön hoch mit der Bremse. Ranpumpen hier. Komm, 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 komm. Kann er dagegen an? Da kann er immer noch gegen an. Wir gehen immer noch hoch mit der Bremse. 70% und richtig pumpen. Und nochmal ranpumpen. Hat er immer noch kein Problem mit der Fisch, aber ich glaube, er hat auch nicht, ja doch, so richtig viel Power, dagegen kommt er schon nicht mehr gut an. Oder? Doch, er kommt langsam ran. Er kommt langsam ran. Ich gehe trotzdem nochmal auf 80% hoch, dass das auch gar nicht mehr so durchdreht jetzt hier. Und jetzt ziehen wir ihn
richtig schön hier ran. Nice. Erster großer Brocken hier auf dem Setup. Zack. Gecatcht. Alter, eine Meerforelle, Alden. Aber ein richtig fetter Brocken. Alter, die Texturen auch. Super geil gemacht. 1,10 Meter groß, fast 25 Kilo. Und wir kriegen bald 500 Ocken für diesen einen Fisch. Ist dann der Preis für so einen Köder von 500 zu viel? Ich glaube nicht. Abgefahren, Alter. Richtig, richtig cool. 500 XP-se, fast, ja, 460, fast 500 Dollar dafür gekriegt. Hammerhart. Behalten wir natürlich. Zack, sofort Level 16 gemacht. Abgefahren. Leute, ich bin echt zufrieden mit dem Game. Für das Geld, ein wirklich gutes Game, kann man gut machen, macht Spaß. Es ist ein bisschen Umgewöhnung mit der Handhabung, mit der Tastatur, mit der Maus, aber da kommt man wirklich gut rein. Und es ist einfach mal was anderes. Man hat ein bisschen andere Optik natürlich, man hat andere Gewässer, man hat gänzlich andere Fische und es macht einfach Bock. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ich schaue immer mal wieder rein hier ins Game und guck, wie es denn hier so weitergeht. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.